Hallo und Augusto, ich freue mich, dich hier zu treffen. Wo sind wir? Wir sind im Picasso Museum Malaga, Spanien. Es ist sehr wohl hier. Jawohl, das kannst du sagen. Wir fühlen uns hier alle ganz wohl. Und Augusto, du bist damals, ich weiß jetzt nicht mehr wann das war, zum Deutschkurs nach Bamberg gekommen. Kannst du mal kurz sagen, warum du überhaupt Deutsch lernen wolltest? Was war der Grund? Und warum Bamberg? Der Grund war, weil ich habe mich mit vielen deutschen Mandanten beschäftigt und deswegen wollte ich richtiges Deutsch lernen. Vielleicht dazu ganz kurz, du bist Anwalt von Beruf und deine deutschen Klienten sind eben dementsprechend diejenigen, die hier in Malaga gewohnt haben. Und dann bist du in Bamberg gewesen und wie war dann dein Deutschkurs in Bamberg? Die waren sehr gut, sehr interessant. Und du hast auch vorgeschlagen, dass ich vielleicht die Prüfung in Deutsch C2 machen könnte, die Oberstufe. War das dein Plan von Anfang an, dass du die Deutschprüfung machen wolltest? Das war der Kurs, war mein Plan, aber die Prüfung war deine Idee. Okay, gut. Was war deine Idee? Was wolltest du machen? Ich wollte eigentlich einfach Ferien machen. Aber dann hast du selbstverständlich, du hast eine klare Idee und du kannst das merken, wenn etwa jemand vielleicht ein bisschen noch sein deutsches Niveau verbessern kann und deswegen hast du es mir, das war dein Vorschlag und das habe ich selbstverständlich angenommen und deswegen habe ich den Kurs und direkt danach die Prüfung Oberstufe gemacht. Und ich kann sagen, du hast damals die C2-Prüfung mit Bravour bestanden, mit einem Gut. Glückwunsch noch nachträglich. Und ja, tut mir ein bisschen leid, dass du nicht so viel spazieren gehen konntest, Kaffee trinken konntest, Zeitung lesen konntest, wie du wolltest. Aber dafür hast du heute ein Zertifikat in der Tasche. Augusto, vielen Dank. Es war sehr schön mit dir hier in Malaga. Und wir sagen Tschüss, aber vorher noch eine Frage. Hast du ein Lieblingswort auf Deutsch? Ja, ein Lieblingswort auf Deutsch ist Wolpertinger. Wolpertinger. Gut, Wolpertinger. Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss.